Tag und herzlich willkommen zu dem dritten Let's Play. Wir wollen heute bei dem Powerflow Tool der Endsoy uns mit dem dritten Szenario beschäftigen. A Fresh Evening, also dem komplexesten der drei Szenarien. Ja, schauen wir uns mal an, was dort auf uns zukommt, wenn wir nun wieder in die Rolle der europäischen Übertragungsnetzbetreiber einsteigen. Also starten wir mal. Was haben wir für eine Situation? Gucken wir uns das eben an. Wir sind jetzt abends am 8. Januar. Also das Wetter ist nicht mehr so windig wie in den vorangegangenen Stunden. Wir haben also weniger Solar- und Windleistung im Netz. Jetzt neu dazugekommen in diesem Szenario ist die Wasserkraft, die wir in der Schweiz und in Österreich haben. Und wir brauchen natürlich dennoch zur Stabilisierung des Netzes die Kohle- und Gaskraftwerke in Europa. Weil natürlich die regenerativen, volatilen Energiequellen fehlen. Na gut, gucken wir uns mal an, was wir jetzt hier haben. Also, wir sehen, das Netz ist nun deutlich, nochmal deutlich komplexer geworden. Zoomen wir mal ein bisschen raus für den Gesamtüberblick. Also, es ist schon sehr viele Verbraucher, Erzeuger. Das haben wir hier oben wieder Dänemark, die sich weitestgehend selbst versorgen mit der Windenergie. Wir haben dann jetzt hier in Deutschland auch mehrere Verbrauchsstellen, wir haben jetzt hier. Dann haben wir dann Niedersachsen, Hamburg, Hannover. Dann haben wir jetzt aber hier noch ein paar weitere Regionen, in denen wir jetzt hier, auch was das jetzt hier das Ruhrgebiet wahrscheinlich sein soll. Hier unten haben wir jetzt so die Region Frankfurt in Deutschland. Wir haben jetzt hier unten dann Stuttgart und München, will ich mal sagen. Ungefähr. Was haben wir noch an Ländern? Also, wir haben jetzt hier auf der linken Seite Holland, Belgien, zoomen wir mal rein, damit wir ein bisschen besser sehen, was da passiert. Was haben wir denn hier? Also, wir haben hier Nordost- und Südwestholland, das kennen wir ja schon aus den anderen Szenarien. Jetzt haben wir hier aber tatsächlich deutlich mehr Verbraucher in Holland, direkt an der Küste. Wir haben jetzt hier unten Südholland noch, wir haben jetzt hier, ja, was Maastricht darstellen soll, ungefähr jedenfalls. Was haben wir noch? In Belgien haben wir einen Verbraucher. Mit den Kernkraftwerken, wir haben auch hier weiter in Frankreich, jetzt wie man sieht hier in ungefähr Paris ist das ja, aber das ist noch nur ein Kernkraftwerk und der Gesamtverbrauch Frankreich. Wenn wir ein bisschen rauszoomen, gehen wir hier mal nach den südlichen Teil Mitteleuropas, haben wir jetzt hier die Schweiz, wir haben hier rechts neu dazu bekommen auch Österreich, die natürlich auch Verbindungen dann nach Deutschland haben. Wieder ein Standort in Tschechien mit dem Verbrauch von 9,9 Gigawatt Kernkraft Kohle. Also das, so wie es in Tschechien tatsächlich üblich ist. Wenn wir dann noch ein bisschen rauszoomen, bleibt dann noch hier Polen, Kohle. Das ist also die primäre Stromquelle durch die Kohlekraftwerke in Polen. Eine Leitung hier dann noch im östlichen Teil Deutschlands nach Polen und dann die Verbindung zurück nach Tschechien. Ja, das sieht ja doch schon deutlich komplexer aus. Ja, soweit. Und wollen wir also mal gucken, was jetzt passiert. Zoomen wir nochmal raus, wir das gesamte Bild sehen. Und ja, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Also, was vielleicht, bevor jetzt das Starten noch auffällt, wir haben noch ein paar neue Symbole oder neue Icons bekommen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel in Holland, da zoomen wir nochmal eben rein. Haben wir jetzt so einen Speicher, ne? Das heißt, wir haben jetzt irgendwie ein Speichersystem, was sich lädt, was man bedienen kann, wenn wir mal Rechtsklick machen. Ein sogenannter Grid Booster, also ein sehr flexibles System, was sehr schnell Leistung aufnehmen, abgeben kann. Also das, was wir jetzt in den modernen Netzen in Europa natürlich immer stärker bekommen, auch bekommen müssen, um die volatilen Energiequellen noch besser redispatchen zu können, also noch schneller reagieren zu können auf Änderungen. Da haben wir also hier in Amsterdam so einen Grid Booster. Dann steht hier oben in Hamburg steht auch noch einer. Hier unten haben wir auch noch einen Grid Booster. Der steht jetzt hier bei Würzburg. Der jetzt aber nicht so groß ist, der kann nur 100 Megawatt, das ist ein kleinerer. Und dann, was wir auch noch sehen, ist hier unten haben wir dann auch noch ein kleines neues Icon. Das ist ein Demand-Side-Management, DSM, also die Möglichkeit, dass man die Industrie mit in die Netzstabilisierung integriert und sagt, Industrie, du kannst, wenn das Netz belastet ist, reduziere deine Last. Diese Beteiligung wird natürlich
bezahlt über die Netzgebühren, die wir in Europa haben. Und hier haben wir dann quasi nochmal 2 Gigawatt an Demand-Side-Management, also dass die Industrie in der Lage ist, ihre Produktionskapazitäten so anzupassen, um auch netzdienlich einzugreifen. Das ist noch ausgegraut, das können wir zum Anfang noch nicht nutzen. Na gut, also dann schauen wir mal, was passiert. Zoomen wir nochmal raus, damit wir das gesamte Bild unseres doch etwas komplexeren europäischen Netzes jetzt sehen. Vor allem hier unten, halt hier allerdings im westlichen Teil, Niederlande, Belgien. Na gut, schauen wir mal, was jetzt passiert. Also, continue. So, a problem has been detected. Die Temperaturen sind noch sehr niedrig. Die Menschen in Europa kommen jetzt langsam nach Hause von der Arbeit und so. Halb 5 am Nachmittag. Der Strombedarf verändert sich jetzt ein bisschen. Was wir sehen, ist, dass das Stromnetz überlastet ist. Also wir müssen nun also redispatchen, das heißt also die Überlast in den Stromleitungen anpassen. Was haben wir jetzt hier noch als kleine Nebenbedingung? Wir können die Kohle- und Kernkraftwerke nicht anpassen. Na gut, das lässt sich also so erklären, dass man natürlich Kohle und vor allem die Kernkraftwerke nicht schnell in ihrer Ausgangsleistung regeln kann. Die Gaskraftwerke sind ja sehr flexibel, aber Kernkraftwerke sind ja sehr träge Systeme, die also sind immer auf Dauerlast fahren. Und bei den Kohlekraftwerken, also mittlerweile die Steinkohlekraftwerke, sind doch deutlich flexibler geworden. Auch mussten flexibler werden, um weiterhin netzdienlich zu sein. Bei den Braunkohlekraftwerken, die wir natürlich hauptsächlich auch in Deutschland haben, in Garzweiler und in der Lausitz, die sind ebenfalls sehr träge Kraftwerke, die man also nicht sehr einfach in ihrer Ausgangsleistung regeln kann. Also von daher schon ein realistisches Szenario. So, also gucken wir mal, was jetzt passiert ist. Wir haben jetzt also ein paar Überlasten. Es blinkt jetzt einiges, was wir jetzt regeln können. Wir können die regenerativen Energiesysteme jetzt auch regeln. Die können wir so runterregeln. Auch das ist ja realistisch, dass die Netzbetreiber eingreifen in die Ausgangsleistung der regenerativen Energieanlagen. Mit der Einschränkung natürlich, dass dann dieser nicht produzierte Strom nach dem EEG weiterhin vergütet wird. Also vor allem die Altanlagen haben das natürlich oder werden dort entsprechend vergütet. Von daher ist das erste Ziel, erstmal die fossilen Kraftwerke zu reduzieren. Wir sehen links 50 Hertz, alles gut. So, also mal gucken, was wir haben. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Wir sehen hier unten, da haben wir in Süddeutschland 2 Leitungen, die überlastet sind mit 107 und 109%. Der Rest sieht soweit gut aus. Wir gucken noch mal etwas genauer rein. Also hier unten haben wir das Problem. Na gut, also, was können wir da machen? Denn alle Leistungen, die wir ergänzen, die muss natürlich dann an anderer Stelle auch wieder reduziert werden, um die 50 Hertz Netzfrequenz zu halten. Also, wir können Gaskraftwerke verändern, wir können keine Kohlekraftwerke verändern. Na gut. Also, wenn wir sehen, dass der Strom hier von dem westlichen in den östlichen Teil fließt, das heißt, also, wir haben hier rechts zu wenig, na gut, dann wäre die erste Idee, dass wir hier in Österreich die Kraftwerksleistung mal ein bisschen erhöhen. Hilft uns das? Ja, das hilft uns. Wir sehen, dass wir beim Hochfahren des Wasserkraftwerks hier auf die Überlast reduzieren. Na gut, dann machen wir das mal weiter. 200, 300, 400. Das sieht doch schon mal gut aus. Fahren wir das mal weiter. So, wie weit können wir hier eigentlich gehen? Gucken wir mal nach. Also schon das Maximum 10,1 Gigawatt Austria Hydro, also Wasserkraft in Österreich. Wir haben die Maximalkapazität schon erreicht. Wunderbar. So, jetzt haben wir aber 600 Megawatt zu viel. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir könnten nicht gucken, dass wir hier die Photovoltaik runterfahren. Und wir sind zwar irgendwo anders ein Problem. Ne? Alle anderen Leitungen sehen gut aus. Na gut, dann fahren wir die Photovoltaik hier doch mal runter. Hilft uns das? Ja, das hilft uns direkt was. Also, wenn wir jetzt hier die Stromproduktion der Photovoltaikanlage reduzieren. Zack, wunderbar. Also 3,2 Megawatt. Also, das war ein sehr einfacher Eingriff. Wir mussten im restlichen Teil Europas gar nichts machen. Wir hätten natürlich jetzt auch andere Kraftwerke regeln können, aber wir haben es jetzt geschafft. Also die Leitungen laufen jetzt alle unter 100%. Läuft die zwar noch auf 99%,
Das ist vielleicht noch ein bisschen ganz knapp an der Grenze. Wenn es hier zu einer Störung kommt, dann müssten wir auch wieder massiv eingreifen. Na gut, aber wir sind bei 50 Hertz. Die Überlast ist weg. Zoomen wir raus für das Gesamtbild. Naja, das haben wir doch sehr gut gelöst. Wunderbar. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Im nächsten Schritt. Also jetzt haben wir noch dieses Demand-Side-Management. Also das hatte ich ja gerade schon erläutert. In München, das heißt, das können wir jetzt also aktivieren, um netzdienlich zu sein. Also das aktivieren wir jetzt und dann müssen wir das Netz wieder stabilisieren. Gucken wir mal nach, was jetzt also passiert. Wenn wir das jetzt hier aktivieren, wir sehen jetzt hier wieder die Situation, die wir vorher hatten. Wir sind bei 107,09%, also der Status vor der Anpassung oder dem Redispatch. Wenn wir das einfach einschalten. Was passiert? Zack. Also, das Netz ist sofort stabil. Man sieht es jetzt ein bisschen ausgegraut, ne, dass wir jetzt hier 2 Gigawatt negativ sind. Das heißt, hier haben wir die Last um 2 Gigawatt reduziert. Ne, das heißt, hier die Industrie. Betriebe in München haben also sich bereit erklärt von außen, also konnte jetzt eingegriffen werden, dass wir 2 Gigawatt weniger haben. Was natürlich dazu führt, ist, dass wir jetzt 2 Gigawatt zu viel Strom im Netz haben. Da sehen wir jetzt hier, die Netzfrequenz ist deutlich über 50 Hertz. Hier oben sehen wir wieder die plus 2000 Megawatt. Ja, gucken wir mal rein, dann sehen wir uns besser. Also 2 Gigawatt zu viel Strom. Klar, wir haben natürlich jetzt 2 Gigawatt rausgenommen, dadurch, dass wir 2 Gigawatt an flexibler Industrieleistung rausgenommen haben. Also müssen wir nun dafür sorgen, dass wir diese Überlast reduzieren. Na gut, jetzt sagt er uns schon, was wir machen sollen. Wir sind jetzt hier bei der Photovoltaikanlage, die jetzt hier bei Worms steht. Die sollen wir also runterfahren. Na gut, das ist jetzt ein leichtes. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir das jetzt machen hier. 2 Gigawatt runter. So, ja, das war ja wirklich eine einfache Sache. Das System ist nun wieder stabilisiert. Wir sind bei 50 Hertz. Wir haben keine Überlast im Netz. Wir haben jetzt immer noch so ein paar Leitungen. Also hier diese Nord-Süd-Leitung natürlich jetzt deutlich stärker belastet, weil wir hier im Süden diese Produktionskapazität reduziert haben. Wir sind also hier bei 97%. Auch hier in Holland, Belgien sind wir bei 96%. Naja, aber das ist, ich denke, alles im Rahmen. Das ist doch wunderbar. So, was gucken wir, was jetzt passiert. So, jetzt können wir diese Grid Booster aktivieren. Also sind 2 Batterien am Ende von diesen Übertragungsleitungen, die also kurzfristig und sehr schnell und flexibel Strom ins Netz einspeisen können. Die sollen wir nun beide aktivieren, um nun diese Überlast dieser 97% unserer Hauptleitung von Nord nach Süd zu reduzieren. Na gut, machen wir das mal. Was passiert? Also hier aktivieren. Geht oben auch direkt an. Was wir sehen, ist sofort, diese Überlast von 97% reduziert sich auf 92%. Na gut, das heißt also, diese Grid Booster, wie die jetzt hier genannt werden, also Speicher, die integriert werden an diesen Netzknotenpunkten, dienen also dazu, solche Netzüberlasten auszugleichen, indem man also kurzfristig Leistung ins Netz bringen kann. Wir sind hier unten, ziehen wir jetzt 100 Gigawatt raus und laden damit, und hier unten würden wir jetzt diese Batterie entladen, indem wir jetzt hier zusätzliche 100 Megawatt ins Netz bringen. Naja, das hat ja gut geklappt. So, also das war auch schon das dritte Szenario. Das war jetzt gar nicht so schwer, auch wenn es natürlich sehr komplex ist. Man kann natürlich vor allem bei diesem Redispatch ohne diese Hilfseinheiten durch diese Grid Booster und hier dieses Demand-Side-Management können wir auch die anderen Kraftwerke anpassen. Das heißt, auch hier kann man nochmal spielen, versuchen, kriegt man die Leitung auch noch auf unter 80% gedrückt. Aber das haben wir jetzt hier sehr gut gelöst. Und man sieht in diesem stark vereinfachten Modell natürlich, welche Aufgaben die Übertragungsnetzbetreiber haben. Was natürlich jetzt hier noch nicht berücksichtigt sind, sind dann die untergeordneten Netze, also die Mittelspannung, die Verteilnetze, die auch noch mit berücksichtigt werden müssen zur Netzstabilisierung. Das ist jetzt hier in diesem System nicht modelliert, ist aber, denke ich, auch zum Verständnis, wie die TSOs, oder die Transmission System Operators, die Übertragungsnetzbetreiber in Europa agieren, auch nicht notwendig. Hier sieht man eigentlich ganz gut,
worauf es ankommt und wie komplex mittlerweile die Stromnetze in Europa sind, insbesondere durch den steigenden Anteil an Windenergie und Photovoltaik. Unser Ziel muss natürlich sein, das noch weiter auszubauen, vollständig die Kohlekraftwerke abzuschalten, um den CO2-Ausstoß zu minimieren. Die Gaskraftwerke, die werden wir in den zukünftigen Systemen natürlich weiter behalten, aber dann nicht mit fossilem Erdgas, sondern das ist sicherlich eine die Zukunftsvision mit synthetischem Erdgas, also durch Power to Gas, also aus Überschussstrom Erdgas produzieren, um dann die Gaskraftwerke zu befeuern, wenn es Erdgas sein wird oder Wasserstoff ist dann auch nochmal ein Punkt, der sich in den nächsten Jahren zeigen wird, was da die sinnvollere Entwicklung ist. Und bei den Kernkraftwerken, also in Deutschland, werden wir sie abschalten. Aber in anderen Ländern wird sich auch zeigen, wie die Kernkraft als fossiler Energieträger noch eine Rolle spielen wird. Die fossilen Kraftwerke sind einfach, die Kernkraftwerke sind zu träge. Die können auf diese kurzfristigen volatilen Änderungen gar nicht reagieren. Sie stellen natürlich Grundlast bereit, auch CO2-arm in der Emission, also im Betrieb. Gar keine Emissionen, aber natürlich in der Gesamtbilanz. Aber dennoch ist sicherlich auch die Kernkraft nicht die Lösung, einfach weil die Kernkraft auch als Energiequelle mittlerweile zu teuer ist. Dann macht es auch nicht mehr Sinn, auf die Wind- und Photovoltaik zu setzen, die deutlich günstiger Strom produzieren kann als als moderne Kernkraftwerke. Sodass wir dort mittelfristig in Europa also die Transformation hin zu einem 100% erneuerbaren Energiesystem kommen, was natürlich die Aufgaben und die Herausforderungen für die Übertragungsnetzbetreiber deutlich steigern wird. Wunderbar, also damit haben wir das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.